So, und damit herzlich willkommen zu meinem Antwort-Video. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo ich euch gebeten habe, dass ihr mir Fragen stellt. Und einer, der hat hier gleich 20 Fragen rausgehauen. Aber zuerst, Tina, Noah, ich grüße euch. Ja, fangen wir dann erstmal an mit den 20 Fragen. So, von dem guten Amazing Bleared Man, ich grüße dich. Ja, die erste Frage: Wann kommt das nächste What I Wish vor Video und was für ein Thema hat es? Das nächste What I Wish for Video ist so, ja, könnte so Donnerstag, Freitag werden. Das Thema wird GTA 6 sein. Da habe ich auch schon einiges vorbereitet. Das heißt, es wird auch länger sein wie alle anderen. So, wann kommen die Game Awards 2008? Die Game Award, so wie ihr sie 2007 gesehen habt, kommt nicht. Die Game Award 2007 wird auch nochmal wiederholt. Das wird auch im Grunde keine Game Award sein. Es wird ein Game World Cup werden. Da nehme ich Spiele raus von 2007 bis 2018 und dann mache ich eine Umfrage auf Instagram. So praktisch wie eine WM Gruppe A bis Gruppe H und ja, jeweils zwei von den acht Gruppen können weiter ins Achtelfinale und dann Viertelfinale. Ihr kennt es ja. So ist das geplant. Die Game Award 2019 wird zweimal kommen. 2019 kommt natürlich die Game Award, wo ich schon 2018 gemacht habe. Aber dann kommt auch noch der Game World Cup. So weit, so gut. So, Frage 3. Wann werden die nächsten Best-ofs erscheinen? Die nächsten Best-ofs morgen beginnt schon die Dreharbeit zu dem neuen Star Wars Best-of. Ja, ich denke so nächste Woche wird dann das geht's dann wieder los mit den Star Wars Best-ofs. Was hältst du davon, dass Tim auch Star Wars Best-ofs macht? Das geht überhaupt nicht. Es war meine Idee, das hab ich. Nein, natürlich Spaß. Er kann's machen, ich freue mich auch. Ja. Mal gucken, wann das kommt. Ich freue mich wirklich schon drauf, was er da macht. So. Werden in deinen neuen Star Wars Best-ofs auch Tim wieder dabei sein? Wenn er Zeit hat. Wenn er keine Zeit hat, dann wird er nicht dabei sein. Nur wenn er Zeit hat. So. Wann kommt dein GTA 5 Projekt? Höchstens so Ende April kommt's. Vielleicht auch Anfang Mai. Ich muss noch Story durchmachen und ich mache eher online, deshalb könnte es noch ein bisschen dauern. Kannst du mal eine Reaction machen zu der Nintendo Direct? Ich habe mich ja generell ja, ich war halt gegen Reaction, aber ich könnte das mir schon interessant vorstellen. Ich bin zwar einer, der immer, wenn etwas Neues kommt, ich drücke da sofort drauf, aber das erspare ich mir und mache eine Reaction draus. Wenn du eine Reaction zu der Nintendo Direct willst, anscheinend von der neuen, ja, dann mache ich das mal. Mal gucken, ne?
gucken, was Nintendo wieder so macht oder auch verbockt. Wann kommt wieder Fortnite? Tatsächlich Anfang Season 8. Also mindestens in einer Woche kommt Fortnite. Man bekommt nämlich den Season 8 Battle Pass nicht gratis bei der Verlängerungsherausforderungen und dann kann Fortnite kommen, wahrscheinlich auch täglich mit den Missionen. Wann kommt das nächste Mega Best of? Es kommt kein Mega Best of mehr. Ich habe zwar versucht, Mega Best of Volume 2 zu machen, aber das ist einfach zu viel, so verschiedene Spiele. Deshalb kommen einzelne Best-ofs. Wie so Movieversum. Entschuldigung. Movieversum. Die Grundidee war praktisch, dass ich Trailer hochlade oder Fakten zu Filmen, zum Beispiel zu Iron Man, Batman oder auch zu Serien. Ne? Das war so die Grundidee. Aber dann kam Share Factory und dann Horizon Zero Dawn und dann die Idee wird dann komplett wieder neu aufgerollt. Ich wollte auch den Namen ändern, aber der gefällt mir einfach zu sehr, um den zu ändern. Hast du mit dem Erfolg gerechnet? Ich habe überhaupt nicht mit dem Erfolg gerechnet, gerade mit den 82 Abonnenten. Immer noch Ehre von jedem Einzelnen, der mich abonniert hat. Grüße gehen an alle raus. Ja, ich bin da sehr froh drüber. 82 Abonnenten, 82 Menschen haben mich abonniert. Das ist mega. Also wirklich, wirklich mega. Wieso kommt nichts mehr über die WM? Ja, ich habe es 2018 so ein bisschen übertrieben mit FIFA. Da kam wirklich immer wieder ununterbrochen FIFA und da habe ich die Lust dran verloren. Aber FIFA, die WM kommt zwar wieder zurück, nur eine WM zum Beispiel mit 8 Gruppen. Sowas kommt nicht mehr, ich reduziere alles, das heißt EM4 Gruppen und WM6 Gruppen. Ist zwar ein bisschen kleiner, aber passt. Und es kommt auch dann täglich kein FIFA-Video hoch. So, nämlich alle 2 Tage. So, also das ist jetzt so geplant, ob ich es mache, weiß ich nicht. Lass überhaupt noch was FIFA-mäßiges machen. Ja, die Frage kann mit der erst mit der vorherigen anknüpfen. Was hast du denn noch so geplant? Ja, geplant, also What I Wish For habe ich geplant, was auch noch so ein bisschen nach, ja, noch in der Wiege liegt. Oh, Entschuldigung. Was noch in der Wiege liegt, ist ich weiß nicht, ob ich es jetzt verraten soll oder nicht. Ich verrate euch schon mal nix. Wann kommt wieder ein neues BO3 wie Best of? Weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich noch so keine große Lust auf BO3 Best Ofs. Was hältst du von Artikel 13? Ich halte davon nichts. Das ist, nennen wir es beim Namen, das ist einfach nur eine Zensur, eine Zensurmaschine. Und ja, kam ja anscheinend gut an, sie Prinz. Vielleicht die, man darf halt nicht vergessen, dass sie 5 Millionen Petitionsteile da übergeben wurden, aber
Die Politiker sahen halt, das sind Bots. Wird nur ganz heikel werden. Also, ich habe auch generell keinen Überblick im Moment, was mit Artikel 13 ist, ob der jetzt final ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht final ist. Du kannst du mal Trailer-Reactions machen? Ja, kann ich mal. Wann kommt ein nächstes Musikvideo? Weiß ich nicht. Ich habe noch kein Lied gefunden für mein neues. Ich möchte nämlich was zu den Legends machen. Nur habe ich da noch kein Lied gefunden. Wann machst du GTA außerhalb vom Film? Ist eine gute Frage. Ich könnte eigentlich jetzt schon GTA starten. Aber ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, dass ich nicht mehr so schwach rüberkomme finanziell in GTA Online. Das kann noch so ein bisschen dauern. So, wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Auf die Idee, YouTube zu machen, das war schon vor... Da müsste ich jetzt mal gucken, weil kleiner Fun Fact Movieversum ist nicht mein erster YouTube-Kanal. Ich hatte einen... einen anderen YouTube-Kanal gemacht. Da gucke ich mir mal ganz schnell das erste Video an. Das war wirklich das allererste. Das war vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren hat es schon angefangen. Moviversum ist glaube ich nur ein Jahr alt schon. Ja. So, die Idee zu YouTube war schon fast immer da. So, und es gibt anscheinend keine Frage mehr. Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein. Vielleicht hat der gute Nachbar Fragen, die ich nicht unbeantwortet lassen kann. So. Anscheinend doch hier. Wird von Star Wars wirklich... das sind schon... die sind schon zu alt. Ja, irgendwie. Ja, das war's dann. So. Das war's dann schon von meinem Frage- und Antwort-Video. Und dann sage ich Tschüss und haut da rein.